erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. Und ich versuche einfach jetzt nochmal den Kampf mit ihm zu machen irgendwie. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. So. Schon gut, schon gut. Weil das Ding ist, es ganz ruhig. Muss doch sowas wie ein Arena-Kampf sein. Der Kampf ist Alter, was ist das denn? Wieso greift er den denn immer an, Mann? Krise, weg mit der Waffe, weg damit! Echte Krise bei diesem Scheiß. Wirklich. Alter, ja, Mann. So, wir machen das jetzt in einer sicheren Atmosphäre. Okay. Hast du das verstanden, du kleine Mistgeburtenwichser? Ja, mit dem Bogen. Natürlich mit dem Bogen. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Der hat genug. So. Selbst schuld. Gut. Wenn du nichts anderes willst, dann ich deinstalliere einfach gleich das Spiel. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Weg mit der Waffe, weg damit! So, nochmal. Dein Glück. Aber. Sag mal, willst du mich verarschen oder so? Willst du mich. Du kannst dein Wasser ficken, du kleine Mistgeburt? Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Nicht Kameraführung, das ist halt der größte Scheiß, den es gibt. So. Als extra Punkt nochmal für vor Reis speichern. Der Schläger macht ja nichts. So, hi. Reislord. Hallo. Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bewahren. Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so... Lefty schickt. Ach so! Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Ja. Na, mein Freund? Mann, was willst du? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. So, habe ich die Quest jetzt? Nein, ich habe sie nicht mehr, das ist geil. Gut, also habe ich alles richtig gemacht, perfekt. Da kann ich ja mal was essen. Das ist halt ein richtiger Wichser, Alter. Na, die Bauern sehen durstig aus. Das hat man halt davon, wenn man so ein Wichser-Krüppel ist. Ich würde jetzt gerne tatsächlich was essen. Danke. 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 So. So. Rufus. Aber vorher natürlich noch 12 Flaschen Wasser abgegriffen. Das ist wichtig. So, jetzt mal die große Frage. Hilft das vielleicht? Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Naja, was? Nein. Ich dachte, jetzt soll ich seinen Vorgesetzten, ne, und... So, Bauer, wo sind denn die anderen Namen? Irgendeiner hatte doch perfekt so eine Gesprächsfunktion. Alles klar bei dir? Schön. Ja, schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Moment mal, wir hatten uns schon unterhalten. Nein, das ist ausgeschlossen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich. Ja, alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Schön. Ja, schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Moment mal, wir hatten...
Oh mein Gott, was ist denn mit den Leuten hier los? Sag mir mal. So, Bauer. Bauer. Fehlt da noch einer. Rufus? Wer ist der Reiter? Er war einer der ersten hier. Heute steht er nur noch. Nee, der ist es doch auch nicht. Da muss doch noch einer mit Namen sein. Bauer, Bauer, Bauer. 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 Pock. Bauer, Bauer, Bauer. Bauer. Ja, scheinbar ist das nicht der Fall. So, kann ich nochmal mit dem Reichslord reden? Nein, scheinbar nicht. Ich kann wahrscheinlich nur diese Wasserquest immer wieder ins Unendliche steigern. So, aber jetzt geht's, glaube ich, richtig ins neue Lager. Kann das sein? Wer ist das da hinten? Gorn! Gorn! Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Mhm. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Okay. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Grüßchen. Bis später. Ciao. So, es geht also hier endlich zum Todesperk, so wie das aussieht. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Aha. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Aha. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ja dann. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Aha. Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Ja. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich kein Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Dann? Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Geil. Pass auf deinen Rücken auf. Neulich. Bist du Söldner? Hello darkness, my old friend. So, neue Lager. Das kann ja lustig werden. Wer bist du? Homer! Homer! Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm.
Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Ja. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Mhm. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Gut. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Ja, dann. Machen wir das, ne? Achso, hier ist nur Reis. Reis und da ist der See. Weil erstmal will ich natürlich gucken, was es hier so gibt. Das ist ja irgendwie die Vorstadt oder so scheinbar. Was ist das? Was eigentlich lassen wir ja nur unsere Jungs hier rein, aber gegen die Bruderschaft kann man wirklich nichts einwenden. Vor allem nicht, wenn die Jungs was zu rauchen dabei haben. Ja. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. So kommst du hier nicht rein, Junge. Ja. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Nun, was ist 50? Was denkst du über 50 Erz? Das ist ziemlich genau die Hälfte von dem, was ich als etwas Erz bezeichnen würde. Wo willst du denn hin? Hä? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ja. Was hältst du von etwas Erz? Wie viel Erz? Aber warte mal. Ach komm, gehen wir den Mund. 100 Erzbrocken sollten reichen. Ein wahres Wort, du kannst reingehen. Ja. Ich habe ein paar Krautstängel bei mir. Hier, nimm einen. Du bist hier immer herzlich willkommen, Mann. Wie läuft das Schnapsgeschäft? Geh rein und frag Silas. Wir können uns nicht beklagen. Gut. Und, also das ist auch nur ein Rausschmeißer. Gut. Dann ist das hier bestimmt mit der Quest. Ich meine, den Namen Silas auch irgendwie gehört zusammen. Wer ist das denn? Bali Sidro? Erwache. Ja, Tag. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ja, aber... Zeig mir, was du hast. Hier! Der hat natürlich viel Zeugs. Das können wir aber alles nicht gebrauchen. Wir können nur Sachen verkaufen. Der hat natürlich kein Geld, fällt mir gerade mal auf. Das bringt also dementsprechend gar nichts. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Nun. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ja, das stimmt. Aber früher wäre es echt anders gewesen. Wenn du meinst. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Scheint ja nicht so. So, was ist das hier? Sifa, ein Schürfer. Wer bist du da? Modrak. Ja. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Man muss eben aufpassen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Oh Gott. Tschüss. Sengyan oder was ist das für ein Name? Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Ich finde
diese netten Leute hier, alle so nett und freundlich und ach, sie sind so sympathisch. Wer bist du? Jeremiah. Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Ja. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Na dann. Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Mhm. Hochinteressant. So, was bringt uns diese Leiter? Können wir damit irgendwie zu irgendeinem wichtigen Ort oder ist der einfach scheißegal? Ah ne, da ist bestimmt Silas. Ja, guck mal, gut geraten. Wie läuft's denn so? Gut! Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Richtig. Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Der hat 18 Erz, das ist halt nichts. Wanzenfleisch. Was ist das? Sumpfkraut? Behalte ich mal lieber. Ein paar Becher. Schüsseln. Wenn die Fackeln. Obwohl, ist jetzt eigentlich auch egal. Artefakte ist ja nicht wichtig. Rüstungen. Langbogenknüppel. Langbogenpfeil. Eine Spitzhacke, hier ein rostiges Schwert. Und dann haben wir doch einen guten Ausgleich, oder? So. Dann kann ich mir vielleicht noch. Keine Ahnung. Ach komm, das passt schon. Wie gehen wir es denn jetzt nochmal annehmen, ne? So. So, die Frage ist, kann ich hier runter ohne Schaden zu kriegen? Ja. Gut, gut, gut. Also irgendwie ist das ja noch alles ein kleines, undurchdringliches Rätsel. Das ist noch alles nicht so, wie ich will. Was ist denn hier oben los? Banditen, Banditen. Das ist auch nicht das, was ich möchte. Das ist einfach eine Dachterrasse. Gut. Gut, gut, gut. Dann geht's hier wieder raus. Ja, Mordrak, ich werde dir nicht folgen. Ich werde mal gucken, was hier so ist. Ja. Ja, das Tauchen ist ja geil. Ja, da muss ich neu laden. Das haben sie halt gerade verkackt, sehe ich gerade. Das gibt nochmal 5 Punkte Abzug. Ja, halt das Tauchen so schlecht gemacht, dann tut's mir leid, dann kann ich auch nicht helfen. Das passiert, wenn ich nochmal. So. Ich halte mich da. Da muss halt leider geschwommen werden. Mehr Leiden. So. So, was haben wir denn da? Da ist ein Haus, wo wir rein können. Und keiner ist. Okay, dann sind das so Baracken. Halt für das gemeine Volk. Okay, gut. Ich glaube, ich mache einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.